So, hallo, wir machen weiter bei Häschen. Part 7 mittlerweile. Und letztes Mal haben wir. Ja, wir haben eigentlich gar nichts. Ich habe Monolog geführt, dass mich Dummheit immer noch triggert. Das wird sich auch nicht ändern. Und dann haben wir dieses wunderschöne Level hier gesehen und festgestellt, machen wir im nächsten Part. Ja. Den habe ich gut eingesammelt, den Pilz, auf jeden Fall. Okay. Ja, das Level wird ein bisschen dauern. Also, wenn ihr nicht so geduldig seid, dann ist das hier vielleicht nicht der Part für euch. Weil das wird ein Level sein, was ich sehr oft neu starten muss. Weil es sich halt so spielt, dass man immer wieder eine Stelle neu lernt, wie sie funktioniert. Dass hier zum Beispiel so Feuerdinger rauskommen, das weiß ich auch erst jetzt. Und jetzt weiß ich, dass ich da warten muss, bis die Plattform mir hinterherkommt. Aber das wusste ich halt vorher nicht. Und deswegen werden wir das Level immer wieder neu starten müssen. Und den Anfang immer wieder neu spielen. Und das ist halt auch ein Level, was man nicht schneller spielen kann, weil man auf diese verdammte Plattform angewiesen ist. Und ich glaube, ich werde es dann doch wahrscheinlich irgendwann selbst daten, wenn es mich weiter aufregt. So. Das Problem ist halt. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir lernen das Level jetzt erstmal. Und ich starte es nicht 3 Millionen Mal neu. Und dann spielen wir es einmal ordentlich. So, jetzt bin ich nämlich auf der Plattform. Ist sowieso schon. Sowieso schon drauf gewesen. So geht es nämlich auch ganz gut. Und jetzt muss ich nur aufpassen, dass mich der nicht erwischt. Und jetzt. Schaut mal, das meine ich. Ich müsste jetzt 50.000 Mal dieses Level neu starten. Weil ich ja nicht weiß, was passiert. Aber ich spiele das doch nicht 50 Mal neu. Ist hier oben irgendwas? Nein, schade. Musste ich kontrollieren, weil ich suche ja auch Yoshi-Coins, Konfi-Coins. Jetzt muss ich unten. Ja, ich muss unten lang. Da ist eine Coin. Da oben was? Nein, aber ich muss ja gucken, ich weiß es doch nicht. Da ist der Midway, okay. Gut. Okay, also bis zum Midway weiß ich jetzt, wie es geht. Dann können wir jetzt ja bis zum Midway einmal spielen. Weil am Midway darf ich ja eh mein Save State setzen. Wegen den Coins. Mist. Ihr wisst genau, dass mich das so massiv triggert, wenn ich Sachen immer wieder neu spielen muss, die aber nicht schneller werden. Typisches Scrolling-Scheiß halt. Wenn man halt Stellen wieder neu spielen muss, die man vorher schon geschafft hat, und dann schafft man sie plötzlich nicht mehr und oh, es ist immer der gleiche Mist. So, diesmal haben wir zumindest noch den Pilz. So, jetzt wissen wir, bei der Säge springen wir direkt wieder zurück. Warten jetzt. Passen hier auf dem Feuerball auf. Passen hier auf die Kanone auf. Sehr gut. Jetzt müssten wir doch bis zum Midway Point kommen. Ich glaube, jetzt kommt nicht mehr so viel, was mir den Midway Point kosten kann. Außer ich falle natürlich runter in die Lava. Das wäre aber halt sehr dämlich. Ja, nee, jetzt sollten wir es haben. Jetzt sollten wir es haben. Ja, jetzt sind wir beim Midway Point. Okay, sehr gut. Puh. Mama mia. Okay, stopp. Ich kann da rein. Dann will ich jetzt aber erst gucken, was da drüben ist. Okay, da ist nichts mehr. Gut. Alles klar. Dann können wir auch ein State setzen, nachdem wir aus der Röhre rauskommen. Da ist.
Hä? Hätte ich... Ich bin jetzt irritiert. Hätte es einen anderen Weg gegeben, zu dieser Yoshi-Coin zu kommen? Oder aber komme ich erst noch zu dieser Yoshi-Coin? Ah, okay, über die Röhre da. Über die Röhre, alles klar. Ja, okay. Bruder, wir testen erstmal wieder den Teil vom Level. Ich spin-jumpe doch. Was soll ich denn anders machen? Ich muss daran. Jetzt gibt. Alter, nee, das Level triggert mich böse. Woher hätte ich das denn jetzt wissen können, dass das Ding umkehrt? Ja, ist in Ordnung. Oh, die, solche Level tun mir nicht gut. Ich sag's, wie es ist. Da oben ist die Coin. Ja, und wie soll ich jetzt... Ja, und jetzt komme ich nicht mehr an die ran. Ja, geil. Oh, Bruder. Oh. So. Habe ich ihn weggescrollt, Gott sei Dank. Jetzt fährt das Ding hier hoch, ne? Ja. Also, wir spielen auch das gleich nochmal am Stück. Aber ich gucke mir das Ganze jetzt erst an. Ich fange das nicht 50.000 Mal neu an, lerne dann, wie es geht. Okay, das war das Level. Oh my goodness. So. Die Yoshi-Coins lasse ich jetzt eingesammelt, weil die hätten wir uns ja eh mit Safe-States geholt. Bin schon froh, wenn ich den Teil hier ohne Safe-States jetzt schaffe. Real Talk. Okay, das steht schon richtig. Ja, cool. Oh, jetzt habe ich zurückgespult, wo die ist nicht mehr eigentlich ist. Egal. Sammeln wir es halt nochmal. Dann setze ich hier den State, dann haben wir die jetzt gesammelt. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Ja, das ist okay. Dann muss ich die nicht nochmal holen. Und die anderen müssen wir nochmal holen. Ist in Ordnung. Ey, aber... Nee, also das Level finde ich... Nee, das ist einfach... Das macht keinen Spaß. Also... Es tut mir leid, das ist ein Level-Design, was mir überhaupt keinen Spaß macht. Dieses immer wieder neu lernen, wie es geht und das... Nee. Aber das wisst ihr ja. Also das ist jetzt ja auch keine neue Information, dass ich das sage. So, jetzt kommt der Quatsch hier. Wann ist der perfekte Moment, um da hochzugehen? Jetzt nicht. Ja, und jetzt kann ich schon wieder von vorne... Nee, also alles, was mit Yoshi-Coins zusammenhängt, werde ich zurückspulen. Alles, was mit Yoshi-Coins zusammenhängt, spule ich zurück. Da kenne ich jetzt nichts. So. Aber wenn wir jetzt an was anderem sterben, was nichts mit den Yoshi-Coins zu tun hat, dann fange ich nochmal von vorne an.
Okay. Muss ich hier ein bisschen aufpassen? Gut. Jetzt kam der Quatsch. Und jetzt hätte ich... Na, ja, jetzt hätte ich da irgendwie an das On-Off rangemusst. Nein, jetzt habe ich hier den State gesetzt. Das ist natürlich völliger Müll. Wir hatten den State ja hier. Da muss ich den auch lassen. Jetzt ist er auf Off, hä? War der nicht vorne auf On? Ist ja egal. Oh. Ich komm an dieser ersten Säge nicht vorbei. Nein! Jetzt habe ich diesmal keinen Pilz am Anfang verloren. Ach so, weil ich zurückgespult habe, ist der State wieder, der On-Off wieder. Ja, hab's verstanden. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. So. Oh! Und der Quatsch wieder. Wieso bin ich jetzt daran gestorben? Es ist... Nee, es macht wirklich... Das Level macht überhaupt keinen Spaß. Tut mir leid an den, der es gebaut hat. Wirklich. Ich bin für solche Level nicht geschaffen. Jetzt kommen erstmal nur noch Geräusche von mir, weil ich versuche mich zu konzentrieren. Klappt gut. Ich werde jetzt auch nicht noch 50.000 Mal erklären, warum ich diese Level nicht mag. Ihr kennt mich, ihr wisst es. Muss ich das wirklich noch immer wieder neu erklären? Ja, vielleicht guckt irgendwann jemand, der mich nicht kennt. Keine Ahnung. Kann ja theoretisch, rein theoretisch passieren. Es stört mich massiv, dass man immer wieder die gleichen Sachen machen muss. Und dass das halt nicht schneller geht. So, du kannst dieses Level nicht schneller spielen. Du bist gezwungen, es immer wieder im gleichen Tempo zu spielen. Du bist gezwungen, immer wieder die gleichen Sachen zu machen. Und das nervt so sehr. Du kannst nichts anders machen. Und sobald du dann einen Fehler machst, fängst du wieder von vorne an. Unter genau den gleichen Bedingungen. Mit genau der gleichen Sache, die du machen musst. Nee. Du kannst null variieren in diesem Level. Ich schaff's nicht, hier keinen Treffer zu bekommen.
Nein, 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 nein. Und wieder von vorne. Das starte ich gleich neu, weil wir es haben, vorne haben wir es geschafft, hier ohne Treffer vorbeizukommen. Dann würde ich jetzt auch gerne das mal schaffen, den Pilz hier zu behalten. Okay. Bisher einer der besten Versuche. Scheiße. Komplett unnötiger Fehler. Und jetzt kommt wieder der Teil. Okay. Wenn es jetzt nicht versaue, haben wir es. Das habe ich wieder nur wegen der Coin gemacht. Das spule ich zurück. Habe ich auch nur wegen der... Weil wenn ich die Coin... Hört ihr das? Hört ihr das? Hört ihr das? Hat man das gehört? Wisst ihr, was das ist? Das ist was ich nicht verstehe. Ich hab so eine Funkklingel, ne? Und die reagiert auf einen Knopf, den man an der Haustür drückt, logischerweise. Und die hat einen ganz bestimmten Sound. Der kommt, wenn man an der Klingel auf den Knopf drückt. Und das gerade, das war nicht dieser Sound. Manchmal wird die von irgendwas, von irgendeinem Signal, ich habe keine Ahnung, woher es kommt. Manchmal wird die von irgendeinem Signal getriggert. Wenn man es übrigens nicht gehört hat, ist es jetzt besonders bescheuert, aber es war sehr laut. Manchmal wird die von irgendeinem Signal getriggert. King Final, okay. Manchmal wird die von irgendeinem Signal getriggert und spielt eine komplett andere Melodie ab. So. Schon eine Melodie, die einprogrammierbar ist, bevor ihr jetzt denkt, eine Melodie, die es gar nicht gibt. Natürlich nicht. Aber ich habe eine Melodie einprogrammiert, die kommt, wenn man auf den Knopf drückt, wenn man bei mir halt klingelt. Ne? Und es gibt einfach irgendwelche komischen Signale, die manchmal empfängt, wo sie dann der Meinung ist, yo, ich klingel jetzt, aber mit einem völlig anderen Klingelton. Und es ist nicht mal jemand an der Tür. Also es hat nicht mal... Ne? Es wird halt auch gar nicht der Knopf gedrückt in dem Moment. Sondern es ist einfach irgendein Signal, was diese Klingel auslöst. Und das ist... Als ich das noch nicht begriffen habe, ne? Jetzt mittlerweile weiß ich es ja. So wie jetzt gerade eben, wo es gerade passiert ist. Es ist schön, dass es jetzt mal... Das erste Mal, dass es in der Aufnahme passiert ist. Wisst ihr, wie oft es schon überhaupt insgesamt passiert ist? Es passiert ständig. Also jetzt das erste Mal, oh, das war dumm. Erstmal, dass es in der Aufnahme passiert ist. Ja. Ich verstehe es nicht, woher es kommt. Also. Ja. Aber ist interessant, dass es das mal passiert ist. Und wir haben das Level zwischendurch übrigens geschafft, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Stelle ohne Treffer schaffen soll. Okay. Aber warum heißt es King Final? Sind wir schon durch? Ist das das letzte Level? Scheiße. Das wäre ja crazy. Ich habe gar nicht gezählt, wie viel... Mein Gott! Wie viele Exits wir schon haben. Das Spiel hatte ja um die, ich glaube, 30 Stück oder so. Irgend sowas war es. 30, 40, irgendwas in dem Dreh. Weiß es nicht mehr genau. Och, was tue ich?
Aber hier werde ich es jetzt nicht mehr aufs Level schieben, wenn was schief läuft. Ne? Also das Level gerade, dieses Line-Guiding-Level, das... Nee, das war es einfach nicht. Also für mich nicht. Wenn es Leuten gefällt, hey, alles cool. Für mich ist das kein schönes Level gewesen. Aber das hier ist bisher alles voll okay und nichts unfair. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich dem Swamp ausweichen kann, aber ich bin sicher, dass das einfach Skill-Issue ist. So. Ey, wir sind mal wieder hier. Vielleicht ein bisschen frech, dass ich keinen Pilz bekomme. Aber, okay. Ich denke, damit kann ich leben. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo einen Pilz und ich hab's nur nicht mitbekommen. Aber bisher... Ach stimmt, da drin gab es ja einen Pilz. Hier gab es ja einen Pilz am Anfang. Genau da. So, genau, weil hier kommt jetzt ja auch die Stelle, wo ich ihn gleich wieder verliere. Lul. Kann ich ihn irgendwie antriggern? Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tschüssikowski. So, und hier sind wir vorhin gestorben. Also hier muss ich... Bruder, das... Das ist jetzt aber auch interessant zu timen. Ich habe schon der Bruder gesagt, ich habe es gehört, es tut mir leid. Bitte lasst mich einfach kurz spielen. Ich kann jetzt nicht noch zusätzlich auf meine Aussprache achten, okay? Ihr überlebt das, wenn ich es jetzt ein paar Mal sage. Das Level fordert mich. Das Level fordert mich. Ich wäre ja fast dafür, wir erlauben einen Safe State an dem Anfang dieses Schlosses. Wenn es in die Feuer, wenn's in das Feuergebiet geht. Und wenn ihr es nicht erlaubt, ist mir das egal. Ich mach's trotzdem. So. Weil den Anfang habe ich jetzt gespielt. Ne? Den Anfang habe ich jetzt stateless geschafft. So, alles cool. Aber das müssen wir jetzt auch nicht 50 Mal sehen, den Anfang hier. Das ist wie so ein Midway-Point. Dieser Abschnitt, wo es ins Schloss reingeht, ist für mich wie so ein Midway-Point. Ne? Versteht ihr? So, hier, guck jetzt. Achtung. Guck hier. Zack. Midway-Point. So ein Ding ist das. Okay, der kommt zu... Okay, der ist nett gebaut. Egal in welche Richtung er geht, er kommt zu mir. Das ist sehr nett gebaut. So, und jetzt wissen wir, ich muss hier vorne bleiben. Dass ich den Abschuss mitbekomme. Sehr gut. Sehr strong. Diesmal haben wir den Pilz noch. Sehr strong. Sehr gut. Bisher habe ich den State übrigens noch nicht laden müssen. Also noch ist gar nichts passiert. Oh, Scheiße. Komm ich hier rüber? Ja. Okay, jetzt kommt entweder ein Bullet Bill. Es muss ein Bullet Bill kommen. Oh. Oder er hier. Ja, okay. Ist auch in Ordnung. Jetzt hau aber wieder ab. Tschüss. Huh. Okay, oh. Okay, das... Warte mal. Aha. Okay, mal gucken, ob es funktioniert. Ja. L und R ist mein Freund. Nee. Nee. Aber du bist gar nicht mein Freund. Wo kommst du denn jetzt her? Midway. Nicht Midway, Tür. Okay, guck mal, da kommt immer noch kein Midway. Das ist frech. Man muss das Level komplett ohne Stage, ohne Midway schaffen, oder was? Uff. Ich bin gespannt, ob da überhaupt noch ein Midway kommt, ne? Das war jetzt nicht so gut. Kriegen wir den wieder hier reingeladen? Ja. Oh.
Aber warum, also wer auch immer das gebaut hat, warum kein Midway bisher? Ist das Level so lang, dass sich noch keiner gefunden hat? Oder? Oder soll es einfach so krass schwer sein, dass es hier halt keinen Midway gibt? Ich meine, ich habe ihn bisher immer noch nicht laden müssen. Ja, scheiße. Immer noch kein Midway. 3 Räume ohne Midway. 4 Räume ohne Midway. Are you kidding me? Und jetzt sieht man nicht mal die Flamme gescheit. Also wenn ich an so einer Flamme sterben würde und müsste alles nochmal spielen. Da wäre aber was los. Da wäre aber was los. Ja, nee, dann, nee. Das ist mir zu crazy. Das alles ohne Midway spielen? Nein. Das ist mir zu crazy. Das ist ja verglichen mit den bisherigen Schwierigkeit ist das ja ein übertrieben krasser Spike. Ich muss hier, hier ist die Coin, die letzte. Okay. Guck mal, das Feuer sieht man halt auch kaum. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ein paar Leute an diesem Feuer sterben. Ohne es zu wollen. Ja, jetzt kommt einfach der normale Bossfight und immer noch kein Midway. Man könnte hier sterben und müsste das gesamte Level neu spielen. Ich demonstriere das kurz. What the fuck? Also das ist eine üble Schwierigkeitsanstieg. Holy moly. So, tschüss. Das ist ein übler Schwierigkeitsanstieg. Mein Gott. Puh. Aber warum kein Midway? Also, was war die Designentscheidung dahinter? Einfach nur, dass es schwerer ist? I don't know. Ansonsten war das Level ja voll okay. Finally a sign of Yosh. Could this be it? The end of your journey? Only one way to find out. Okay. Finden wir es also raus. Yosh's house. It's over. Okay. Oh. Yosh geht's gar nicht gut. Glaube ich. I'm Yosh. Super! Okay. Das ist dann wohl, wir haben dann wohl Yosh gefunden. Ja, dann war das finale Level und als finales Level hat man sich gedacht, yo, warum nochmal einen Midway bauen? Kostet zu viel. Produktionskosten haben alles überstiegen. Midway ist nicht mehr drin. Sorry. Sorry, später, Midway ist nicht mehr drin. Okay, kriege ich jetzt irgendwas dafür, dass ich überall alle Yoshi-Coins, alle Confi-Coins habe? Habe ich überhaupt alle Confi-Coins? Glaube. Ich kontrolliere nur noch mal kurz, ob ich alle Confi-Coins habe. Aber ich glaube, man kriegt da nichts für. Ich glaube, die hat man einfach. Und der einzige Secret-Exit-Level war dann der hier. Weil es hier zu dem Panda-Level zu der Panda-Welt geführt hat, ne? Hier habe ich ne... Achso, ja, okay, aber hier kriege ich auch nichts. Moment mal. Wir haben hier doch Blöcke freigeschaltet. Die haben jetzt ja gar nichts gebracht. Die ganze Panda-Welt...
hat nichts verändert, außer halt das. Aber dann hätte es ja deinen Switch nicht gebraucht. Okay, verstehe ich jetzt nicht, aber ist okay. Ja, gut. Also es hat halt die grafischen Sachen verändert, ne? Weil es halt die Superwelt war, die man abgeschlossen hat. Aber der Switch selber hat ja gar nichts gemacht. Oder habe ich es noch nicht mitbekommen? Habe ich irgendwas verpasst? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich irgendwas noch nachholen kann, sollte, wie auch immer, gebt mir Bescheid. Und das Problem ist, ich brauche jetzt einen neuen Hack. Also wenn ihr einen guten Hack kennt, der nicht zu lang ist, der nicht crazy schwer ist, sodass ich mich nur aufregen muss, teilt ihn mir gerne mit. Ich habe auch auf Discord, habe ich so ein, ja, so ein Thread aufgemacht, wo man Hack-Vorschläge reinschreiben kann. Also da könnt ihr auch gerne reinschreiben. Gut. Ja, dann sage ich an der Stelle mal danke fürs Zuschauen. Wir haben mal wieder den Hack abgeschlossen. Ist doch auch was. Auch wenn jetzt der letzte Part, muss ich zugeben, ein bisschen... Naja, also das letzte Level war okay, bis auf den fehlenden Midway. Aber das Line-Guiding-Level, oh, nee. Da wird mich echt interessieren. Also wenn man das baut, macht einem das selber Spaß? Immer wieder alles neu. Ach, ich weiß. Naja, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Und ich, diesmal sage ich es ganz deutlich, weil man muss es tatsächlich erwähnen, sonst wird es nicht gemacht. Gerne das Video bewerten mit einem Däumchen nach oben. So. Tschüss.